Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Breath of the Wild, mein lieben Freunde. Ich bin euer Delta und ja, wir spielen weiter. Wisst ihr, was mir gerade eben aufgefallen ist? Da hinten kraxelt irgendwas an dem Berg rum. Irgendwas ziemlich Großes. So jetzt. Ah, da kommt's wieder. Ne, jetzt doch nicht mehr. Hä? Bin ich blöde? Warten wir nochmal kurz. Ganz kurz. Da drüben an dem Berg. Ist was. Was Großes. Irgendwie muss ich das nicht bekämpfen. Egal, wir werden es wahrscheinlich später nochmal sehen. Ich will es hier runterhüpfen. Runter. Genau so war es geplant. Okay, wir nehmen Anlauf und springen einfach. Wow. Ach du heilige Scheiße. Okay, da sollen wir also hin. Jetzt ersaufen. Okay. Puh, ein Fuchs. Ich würde ganz gerne wieder reingehen. Würde ich noch gerne erstmal die Nebenquest jetzt abgeben und zweitens dann nochmal zurück porten nach Kakariko. Dort wissen wir, dass wir da einen Schrein haben, wo ich diese lustigen Abzeichen abgeben kann. Und ja, da würde ich doch ganz gerne mal was eintauschen. Gegen meine Symbole. Wäre schon ziemlich dufte. Und ich mir da noch was abholen kann. Okay. So, du warst das, gell? Ja. Sei gegrüßt. Link. Wie steht es mit dem roten Leunen? Hier, bitteschön. Oh, fantastisch. Lass mich schnell einen Blick darauf werfen. Ach, ich hätte ein Selfie machen sollen. Was für ein seltsamer Schrei. Bitte verzeih mir. Es geht mir schon wieder gut. Das ist also eine Leune. Ein furchteinflößende Bestie. Wenn sie das sehen, werden sie auch den dümmsten... Werden sich auch die dümmsten hoffentlich aus dem Kopf schlagen, das Dornhorn zu besteigen. Na, war ziemlich stark das Ding. Ich danke dir. Ich werde den jungen Leuten im Dorf dieses Bild zeigen. Oh, richtig, deine Belohnung. Zurabeinschutz. Durch Generationen weitergegebene Stiefel, die der Legende nach aus Drachenschuppen gefertigt wurden und schnelleres Schwimmen ermöglichen. Oho. Diesen Zurabeinschutz entwarf vor langer Zeit ein Schmied auf Geheiß des Zurakönigs. Er wurde sehr populär. Vielleicht weißt du, dass der östliche Stausee ein Gemeinschaftsprojekt von Hylianern und Zoras war. Nachdem er vollendet war, begann man als Zeichen der Freundschaft, diese Art Beinschutz für Hylianer anzufertigen. Leider kamen mit der Zeit immer weniger Hylianer zu uns. Deshalb musste der Rüstungsladen meines Vaters schließen. Dieser Beinschutz war das letzte, was noch in unserem Lager verblieben war. Damit kann ein Hylianer schwimmen, wie ein Zora. Bevor er in unserem Lager weiter Staub fängt, gebe ich ihn lieber dir. Dir als Hylianer wird er sicher hilfreich sein. Okay, cool. Legen wir natürlich direkt an. Den guten Beinschutz. Yeah. Guck mal, jetzt haben wir sowas wie Flossen. Jetzt sind wir ein richtiger Zora-Krieger. Mit Kapuze. So, wie gesagt, vorher würde ich doch ganz gerne... Oh, das war knapp. Hallo. Hier ist der Tempel schon wieder. Egal, lass uns mal kurz reinschauen nochmal. Ob das jetzt wirklich klappt mit dem Zora-Oberteil. Vielleicht kann ich dann da hinten irgendwie hochschwimmen. Das wäre natürlich endgeil. Sag ich mal. Aber ich bin mir natürlich unsicher, ob das als Wasserfall gewertet wird. Das Ding da hinten.
War da überhaupt? Viel Wasser. Sicher. Ja, da hinten Wasser, die Scheiße runter. Schon ein bisschen doof, ne? Na komm. Come on. So. Aber was nützt es mir jetzt, wenn ich in den Ball reinkomme? Ich muss den da runterballern. Und dann muss ich schneller unten sein als der Ball an sich. So. Das heißt, einfach darüber. Sag mal, jetzt können wir einfach darüber legen. Was ist los mit dir? Okay. Ich muss den da runterschubsen. Stasis. Einmal anhalten, dann. Wenn wir dagegen hauen, dann muss ich doch einfach nur ganz schnell nach da unten gehen. Ja. Und die hier unten wieder auffangen. Gell? Bisschen darüber hauen. Und damit hat es doch erledigt. Komm schon. Jetzt muss es reichen. Und dann haben wir den Tempel ja doch geschafft. Ah, wie blöd ich bin, ey. Ich hab halt nicht dran gedacht, dass ich das überhaupt noch kann. Ja. Tut mir leid, Leute. Weiteres Zeichen der Bewährung. Und weiter geht's. Was bedeutet diese 13 da? 5 Zeichen, 13 irgendwas? Was ist das? Was bedeutet das 13? Keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, haut's mal in die Kommentare. Oben rechts die Zahlen, habe ich eben gemeint. Achso, jetzt wollte ich ja mal nach Kakariko teleportieren. Ich meine, hier kann ich mich eh genau wieder hierhin teleportieren. Da oben die 13, meine ich. Was bedeutet dies? Wäre mir doch sehr wichtig, dies zu wissen. Kritische Treffer. Nutze nicht benötigte Waffen als Wurfgeschosse. Oh Gott. Okay. Was nehmen wir denn jetzt? Ein neues Herz? Ich glaube, wir nehmen noch ein Herz mit. Herzen sind wichtig. Was ist los mit dir? Ah, du bist's. Du kommst genau richtig.
Ich habe ein paar Nachforschungen angestellt und weiß jetzt ziemlich genau, wo die Quelle der großen Fee ist. Leider ist es sehr schwierig, zur Quelle zu gelangen, aber ich will sie so gern sehen. Ein Bild würde schon reichen. Okay. Da habe ich mir doch gleich gedacht. Als ich dich gesehen habe, war mir klar, dass du Schönheit zu schätzen weißt. Ich habe die ungefähre Lage der Quelle ausgeknobelt, aber gefunden habe ich sie leider nicht. Ich wollte gerade noch mal mein Glück versuchen. Möchtest du mich begleiten? Ja, komm, mach. Diese Antwort hatte ich gehofft. Mir nach. Sofort da. Nochmal schnell in dem Schrein hier beten. Ja, komm, gib mir Herzen. Ja. Ein Herz mehr. Okay, und jetzt brauche ich noch 3 weitere Schreine. Kann ich mir sogar noch mehr Herzen ergaunern, sag ich mal. 5 Herzen. Wir kommen voran. Okay, auf geht's, Opa. Ich weiß. Habt ihr was Neues? Und dieselben Sachen nochmal und das Chica-Zeugs. Das könnte ich mir eigentlich auch mal gönnen. Ah, später. Lass mich vorbei. Ah. Laden des Bösen. Ist schon ein bisschen japanisch angehaucht hier, oder? Dieses Dorf. Wieder einmal habe ich mich bei einer Sidequest verloren. Oben war die, gell? Ja, schon Ruhe hier oben. Kriegst nur bis hierhin, ja? Ich bin so müde. Bergsteigen ist nichts für mich. Ich kann nicht mehr weiter. Die Quelle der großen Fee soll irgendwo hinter diesen Schrein sein, heißt es. Aber hier geht mir immer die Puste aus. Wenn du die Quelle findest, vergiss nicht, mir ein Bild davon zu anzufertigen. Was für ein Vollidiot, ganz ehrlich. Hier geht mir immer die Puste aus, dann gehe ich wieder runter, oder was? Spacko. Oh mein Gott, ein Schneehase oder was auch immer. Fuck, ist es wieder weg. Das ist nicht so ein Schneehase. Verdammt. Warum ist ja eigentlich immer alles so schnell weg? Das ist doch dumm. Achso, ich soll jetzt von der Quelle ein Foto machen, ja? Warte mal, wir machen Selbstporträt. Ja, Mann. Sind wir der nachdenkliche Denker? Oder das hier gefällt mir. Okay. Jawohl. So ein dummer Scheiß. Okay. So, ich habe ja bestimmt auch neue Monstermaterialien gesammelt. Hallo. Kannst du vielleicht Dinge für mich verstärken? Wäre ganz lustig. Was brauche ich hierfür? Exile von Krams. Okay, cool. Mach das. Können wir die Rüstung direkt verstärken mit dem Exile Force Zeugs. Okay, Stufe 1. Beinchen auch. So, dann kann ich auch meine normalen Beinchen verstärken, die ich sonst immer habe. Das hat nicht ausgegraut. Geht da.
Mein Herzen 3 Stück, Alter. Jo, mach das bitte. Von 4 auf 7. Nice. Und dann mal. Nochmal. Achso, dafür braucht man noch bessere Materialien. Okay, das ist krass. Bis später. So, jetzt können wir dem Dude sein lustiges Bildchen zeigen. Und wir haben wieder eine Quest mehr abgeschlossen. Yeah. Die Quelle der großen Fee ist ein verborgenes Mysterium. Ich würde sie so gerne einmal sehen. Ja, gefunden? Verstehe, verstehe. Ah! Wie bitte? Ist das dein Ernst? Hast du auch ein Bild von diesem Ort? Wenn ja, dann zeig es mir. Hier, guck, da war ich im Urlaub. Das ist jetzt die Quelle der großen Fee. Sie ist wirklich schön, aber ich hatte sie mir irgendwie mystischer und eleganter vorgestellt. Was? Auf jeden Fall vielen Dank, dass du für mich danach gesucht hast. Ich würde mich gerne revanchieren, aber ich habe nichts Passendes bei mir. Ich hab's. Du suchst doch sicherlich auch ab und zu... Was? Auch ab und zu bestimmte Orte. Ich habe auf meinen Reisen ganz viel Ruhe gesehen. Da kann ich dir sicher auch einmal weiterhelfen. Ein großes Tor und dahinter verschneite Berge. Ah, das kenne ich. Wenn du von diesem Dorf aus eine Weile nach Osten gehst, findest du einen solchen Berg. Er heißt Ranelle-Spitze. Okay. An seinem Fuße liegt das Neidra-Schneefeld. Westlich davon müsste das Tor stehen. Hast du ein Glück, dass ich den Ort erkannt habe, was? Ich hoffe, das hilft dir weiter. Ich dachte, du hast ein Herzteil für mich oder so. Doch ermüdend. Gucken. Ach du Scheiße, da hinten ist die Markierung. Wollen wir nach da hingehen? Ich meine, ich bin jetzt ein Zora. Ich kann schwimmen. Gehen wir da noch hin. Machen wir ein bisschen Kram. Muss man ja auch mal machen. Im Betten kannst du erst bis zum Morgen, Mittag oder Abend schlafen. Deine Herzen werden vollständig aufgefüllt. Okay, aber nur bei Betten, ne? Wenn du schwimmst, nimmt dein Auswärtssänger ab. Wenn sie leer ist, ertrinkst du. Das ist super. Ganz toll. Das Ertrinken habe ich schon öfter mal ausprobiert. Macht Spaß. Kann man mal machen. Aber, ja, ist jetzt nicht so mein Hobby, sage ich mal, zu ertrinken. Ständig. Ach nee. Das waren die Farben. Verdammte Axt. Das dauert eine Weile, bis darüber zu latschen. Verdammte Scheiße. Arg so weit kann ich ja auch nicht fliegen mit dem Kacksegel. Von da oben könnte ich dann locker da runterfliegen. Das wäre kein Problem. Tja, dann müssen wir uns an den Berg vorbeihangeln, sage ich mal. Immerhin regnet es hier nicht. Das gerade komisch getiktokt. Tiktok, Tiktok gemacht. Das war irgendwie seltsam.
Okay. Einfach hier so rum. Dann kommen wir schon irgendwie darüber. Das dauert doch gar nicht so lange, wie ich dachte. Weil, wenn ich laufe, das klingt einfach wie so ein Timer, der abläuft. Belastend. So. Guten Tag. Schaffe ich das darüber zu fliegen? Wahrscheinlich nur von da oben. Uff, da müssen wir jetzt durch. Mit dem Hochklettern. Dauert. Oh, wenn ich da so schief rüber gehe, kann ich bestimmt noch mal stehen, oder? Ja, sehr gut. Erze. Hallo, Erze. Oh, ich habe nur noch so Waffen, die ich gerne benutze. Oh, nee. Deine Feenquelle. Soll ich mich da jetzt anschleichen oder hinrennen? Das ist doch immer die Frage. Anschleichen klappt ganz gut. Wie viele Feen kann ich denn mit mir führen? Anscheinend ziemlich viele. Ist hier oben einfach mal eine Feenquelle. Geil. Hallo! Ja. Bist du auch hier, um deine Traumfrau zu finden? Was? Ah. Ja, ich auch. Aber Fehlanzeige. Bisher hat sich noch niemand hier blicken lassen. Es ist ein totaler Reinfall. Liegt der legendäre Liebesteich vielleicht doch woanders? Wahrscheinlich, Dude. Wahrscheinlich. Sehe ich irgendwo meine Feen? Ich habe 3 Stück. Wenn du all deine Energie verlierst, heilen Feen von selbst all deine Wunden. Ich habe 3 Stück. Geil. Das ist ziemlich gut. Das heißt, ich kann sterben und werde einfach wiederbelebt. Das ist super. Okay, jetzt muss ich nur den Flug bis darüber irgendwie schaffen. Das sieht machbar aus, oder? Es sieht machbar aus. Hauptsache ich verliere nicht zu krass an Höhe bis zur Bube. Okay, Ausdauer reicht auf jeden Fall. Sehr gut. Ansonsten muss ich mir wahrscheinlich für da drüben ein Boot besorgen. Okay. Für eine weite Wiese. Mich verarschen. Freut man sich einmal über eine weite Wiese. Da geht's da weit runter. Ja, vorhin bin ich da unten lang gelaufen, ne? Also vorhin, vor ein paar Parts, wo wir auf dem Weg nach Kakariko waren, oder? Das Dorf nach Kakariko halt. Ach du Scheiße. Was tue ich hier gerade? Heilige Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich diese Berge hochklettern will, deswegen gehe ich lieber hier hoch. Das scheint mir schlauer zu sein. Dann
dir. Wir können den doch fotografieren, habe ich recht. Kann ich noch reinzoomen? Ein Eintrag, Eintrag im Handbuch wird ergänzt. Cool. Für die Forschung, Leute, für die Forschung. Ja, kann doch nicht schaden. Was haben wir denn hier? Das ist noch so ein Büffel. Oder was auch immer. Alter, ein Riesenblob. Kann ich ihn auch fotografieren? Eintrag zu Schleim ergänzt. Alter, so ein Riesenblob. Okay, warum lag da jetzt Reis rum? Da kann ich hier die Scheiße kaputt schlagen und krieg dafür Reis. Da kann ich auf jeden Fall einen Pfeil reinsenken. Dann habe ich nur noch 4 Bogenschützen vor mir. Ich kann nicht so weit schießen. Ich muss ja doch erst die Bogenschützen ausschalten. Das ist doch blöd. Boom, Headshot. Gott. Halt's Maul. Oh, scheiße. Ich bin gar nicht hier, Leute. Alter, sind das viele. Wo bin ich einfach alle hier runterfallen? Also einen hat es schon mal runtergesegelt, glaube ich. Der Rest, der hat sich wieder verkrümelt, habe ich recht? Nee, jetzt nicht mehr. Super. Oh, ich will meine Waffen nicht hier zerstören. Das ist kaputt. Also ich bin jetzt gerade gestorben. Überhaupt nicht interessiert. Nicht noch, nicht noch was verlieren. Ist einfach das. Komm, ich hab nach hinten gedrückt. Scheiße. Ich könnte jetzt so einen perfekten Ausweicher machen. Ritterschwert. Die Ritter von Hyrule waren einst mit diesem Schwert ausgerüstet. Bla bla bla. Komm, der Typ ist durch den Fall einfach gestorben, oder? Stimmt. Verdammt, die Leute sind hier einfach viel zu stark.
nehmen kann. Ja. Oh Gott. Was für eine stressige Scheiße das jetzt wieder war. Hier kann jetzt leider niemand mehr helfen, Alter. Was ist dein Ernst? Warte mal, der eine, den kann ich ja gar nicht umbringen, weil der da hinten runtergefallen ist. Muss ich mir den jetzt noch holen? Den konnte ich auf jeden Fall Ritterschwerter pumpen. Nice. Sicher ein paar neue, gute Waffen. So, etwas bessere Waffen, würde ich mir behaupten. Gut. Oh nein, hier komme ich doch jetzt nicht wieder hoch, weil es regnet, ne? Oh fuck, was mache ich denn jetzt? Muss ich jetzt ernsthaft warten, bis es aufhört zu regnen? Einfach rund rum. Scheiß drauf. Was soll der Geiz? Ich hoffe, der Loot aus der Kiste ist es wert. Oh mein Gott. Ich will mir die... Dark Souls, versteht ihr? Ich will mir die Leute auf dem Stick anvisieren. Mann. Die Kiste holen. Ich hätte den Typen nicht da runterfallen lassen sollen. Shit. Stellt euch mal vor, da wäre noch mehr runtergefallen. Kann für die nicht da unten irgendwo eine Dead Zone sein, wo die reinfallen tot? Weißt du wie? Das wäre doch viel angenehmer für mich. So. Ansonsten nur explosive Fässer hier drinne. Hätte geiler werden können, indem ich ja, die explodierenden Fässer gesprengt hätte. Soldatenlanze. Uff. Was werfe ich hinweg dafür? Ich glaube, das Ding hier müsste doch jetzt bald kaputt sein, oder? Oh, ich dachte schon, das Ding explodiert wirklich, wenn ich drauf werfe. Oh Gott. Okay, Soldatenlanze 7. Wieso macht die jetzt auf einmal nur noch 7? Oh, geil. Ist das Ding besser? Ja, die Lanze ist sogar besser. Brauche ich nicht die Scheiße. Das war's nicht wert. Und es ist jetzt wieder so hell, dass man Augenkrebs kriegt. Na super. Boah, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch viel zu hell findet. Das geht doch gar nicht. Alter. Wo ist überhaupt die Sonne da oben? Geh weg, Sonne, ist viel zu hell. Es gibt keine Helligkeitseinstellungen in dem Spiel übrigens. Ey, das ist wieder so ein großer Baum. Da kann ich. Da gibt es bestimmt wieder so ein Crockboy.
Ei. Ein frisches Ei. Nice. Okay, vielleicht gibt es doch keinen Crocboy. Schade. Okay, was haben wir da? Schwein. Oh, schon relativ windig hier oben zu sein. Ich meine, das ist verständlich, wir sind ziemlich weit oben. Und an der Küste. Mujimi. Jimu-Schrein. Mal kurz rumschauen. Alter. Was ist das da unten? Ein Boot oder was? Ich kenn's nicht richtig. Da hinten kann man bestimmt irgendwann mal hinfliegen oder mit dem Boot hinfahren. Stelle ich mir auch interessant vor. Ja, und da lassen wir uns dann hinsegeln nach dem Schrein hier. Nice. Okay. Oh, der Part ist aber schon wieder sehr lang. Gut. Was wir hier erwarten, was uns hier erwartet, das sehen wir natürlich erst im nächsten Part, meine lieben Freunde. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst doch auch einen Daumen nach oben da und so. Ich bin euer Data und sehen wir uns im nächsten Part wieder von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ciao.